Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nod. Nachholmission. Die allerletzte Mission der Nod. Und ich muss sagen, wirklich mit einer der schwierigsten. Liebe Leute, ihr seht hier, wir haben schon einiges an Mammutpanzern. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiter gesammelt. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass wir im Moment vom Gegner tatsächlich ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Der sammelt hier halt friedlich hier oben immer schön ein. Und er ist eben nochmal mit einem Geschiss an Einheiten gekommen. Aber, liebe Leute, und was wichtig ist im Moment... Genau, da kommt er wieder. Was wichtig ist im Moment... Die Luftangriffe. Die werden im Moment tatsächlich von den Mammuts abgewehrt. Das heißt, der Gegner möchte immer auf diesen Obelisken hier. Und genau, die Mammuts, die machen die Fliege halt vorher platt, bevor die angeschissen kommen können und bevor die treffen können. Das ist dann natürlich immer sehr, sehr genial. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können eigentlich. Naja gut, Leute. Lassen wir den mal mit seinen Panzern kommen. Den ziehe ich mal ein bisschen zurück, damit er nicht zu viel Schaden erleidet. Da ist schon der nächste fertig und kriegt direkt Schaden. Ja, toll. Da ist aber schon der nächste fertig. So, sehr gut. Dann kann ich... eigentlich noch nicht sammeln, aber... der eine, der kann hier vorne das Zeug sammeln. Genau, Leute. Also im Moment ist es ein bisschen sehr Micromanagement-lastig. Tatsächlich. Und... ja, müssen wir einfach abwarten. Also, wir haben jetzt nur diesen einen GDI-Bauhof. Keine Ahnung von Not mehr. Wir können jetzt echt nur die GDI-Sachen bauen. Aber jetzt seht ihr es mal. Zack. Die kommen gar nicht dazu, ihre scheiß Brandbomben zu werfen. Seht ihr das? Die gehen immer schon vorher kaputt. Um Gottes Willen. Ja, das war klar jetzt, dass er mir den jetzt wieder in den orangenen Zustand haut, ne? Einfach so. So, die Wüstenjäger sind gerade in Produktion. Okay. Da mache ich mal Pause, um wieder zu reparieren. Genau, Leute. Und ja, würde ich sagen, da kommt er wieder mit dem Einheitenschwall. Da muss ich jetzt definitiv mal ein bisschen abwarten. Ich werde diesen Sammler mal reparieren. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe die Sammler mal repariert. Ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Sammler und ihr seht... Letztes Mal stand, glaube ich, hier diese Basis noch. Und hier unten noch was. Das ist jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr da. So sieht's aus, Leute. Der hat uns alles jetzt geschrottet. Guck mal, der kommt gar nicht hier zum Schuss. Ist das nicht geil? Und tschüss. So. Er kommt jetzt wieder mit ein paar Einheiten, aber... Ich würde sagen, ich gehe schon mal hier unten mit dem Sammler. Und dann sollten eigentlich bei der nächsten Ladung die beiden Jeeps erstmal fertig werden. Tatsächlich. Und ja, wenn ich die beiden Jeeps habe, dann kann ich schon mal scouten. Das ist schon mal saugut. Und die kriegen mir zu viel Schaden hier, ey. Wartet mal. Geht euch mal reparieren. Das sind die, die immer schön brav hier die... Die Flugzeuge abschießen, genau. Und, naja. Da muss ich leider nochmal pausieren, die Produktion. Ja. Wartet mal! Ich habe eine ganz andere Idee. Bau doch mal eine Raffinerie hier hin. Ja, warum eigentlich nicht, Leute? Jetzt! Er schafft da ein bisschen was abzuschmeißen. Okay, das ist aber besser als wenn er alles abschmeißt. Zieh die mal ein bisschen dahin. So, genau. Ah, wartet mal, ich habe eine. Warum stelle ich denn keine Raffinerie hier hin? Ich Idiot. Ich kann doch eine hier unten hinstellen. Das reicht aber, glaube ich, nicht. Oh, Leute. Müssen wir jetzt gucken. So, gucken, ob das jetzt ausreicht. Ansonsten verkaufe ich einfach hier oben irgendwas. Ja, weil... Die Gebäude brauche ich alle. Das ist das Problem. Nee, das reicht leider nicht. Aber wartet mal, der kann doch hier unten das Zeug einsammeln. Genau, Leute.
Raffinerie, die muss unbedingt hier hinten hin, weil dann kann ich echt viel schneller den Scheiß einsammeln. So, Alter. Dann fährst du wieder hier hinten hin, genau. So, das wird doch reichen, wenn er jetzt kommt, oder? Der hat 600, das muss ausreichen, Leute. Und ich glaube, dann haben wir endlich unser gewünschtes Standbein. Und da war einer verbuggt, habt ihr das gesehen? So, komm, das muss jetzt fertig werden. Los. Ah, jawoll. Jawoll. Oh mein Gott, Leute. So, da kann der sich jetzt hier unten drum kümmern und dann können die sich mal reparieren. So. Und dann werde ich jetzt mit zwei sammeln, tatsächlich hier das Zeug einsammeln. So. So, Leute, ich glaube, dann haben wir jetzt endlich mal ein bisschen was Ruhe, um jetzt hier das Zeug abzuernten. So. Die bringen Kohle rein. Nein, das bleibt doch hier. Was machst du denn? Was machst du denn, ey? So, ich will erst die ganzen... Ah, wartet mal, ich kann eigentlich alle reparieren. Wartet mal, ja. Ich repariere alle. Wieso kommt der jetzt von da unten? Stefan, kommt der von da unten? Oh Mann. Gut. Dann kann ich die Reparierten erstmal nach da unten ziehen. Ja, Leute, ihr merkt, ich bin, wie gesagt, mal wieder hier gefokust. Die Mission, die verlangt es einfach von einem. Ne, dass man sich hier zu 100% drauf fokussiert. So. Einmal die Beschädigten bitte reparieren. So. Ah, perfekt, Leute. Das sieht so gut aus wieder im Moment. Im Moment sieht das echt gut aus. So, der kann noch ein bisschen warten. Da kann auch die Produktion schon weitergehen. Oh, wie viele habe ich denn jetzt? 10, ja, 12, 14, 16, 18, 19. 6 Stück noch. Also einen noch. So, perfekt. Nein, der hat noch... Ah, nee, der hat keinen Ziffer mehr. Nein, ist okay. So. Die haben auch keinen Schaden gekriegt. Sehr gut. Okay, Leute, so. Oh, okay. Bleib mal bitte weg. Bleib mal bitte weg da. Bleib mal bitte weg da, Sammler. So, was macht er jetzt mit den Einheiten? Das ist jetzt... ich hab verkauft, du Penner. So. Ja, dann zieh die halt nach oben. Komm. Ja, okay, das war's dann mit meiner Raffinerie. Schade. Ja gut, das hatte ich jetzt natürlich dann nicht im Sinn. Dass der mir hier tatsächlich dann die Raffinerie wegklaut, aber... Ja, schaut euch das an, der will immer... Nach da oben will der immer. Mach mal... Der will tatsächlich auch einen Sammler. Ja gut, dann. Oh, schade, Leute. Das wäre jetzt so gut. Und was ist hier jetzt wieder gebacken? Das hätte so gut werden können, ey. Wenn wir jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe gehabt hätten. Ach, Leute, gehen wir nicht auf den Piss. So, dann muss ich halt wieder den langen Weg wieder machen. Okay, ja, dann... geht das leider nicht anders. Dann müssen wir den langen Weg machen, Leute. Hm. Wartet mal. Mir ist das hier zu kaputt, das Zeug. Genau, du fährst auch wieder da hoch. Sehr gut, Sammler, sehr gut. Ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei Commander Conquer Remastered. Wie war jetzt hier, ja... Was soll ich dazu sagen? Also, wie war jetzt hier... uns tatsächlich die Kohle irgendwie spinsen, zusammenklauen hier. Das ist echt müßig. Aber, liebe Leute, wir haben ja eine reparierte Mammutpanzerarmee, die ziemlich schlagkräftig ist.
So, wir haben 6, 9, 10, 13, 15, 21 Mammutpanzer. Bauen wir bitte die beiden Wüstenjäger. So. Dann haben wir die nämlich schon mal im Sack. So. Ganz genau, Leute. So, dann haben wir das. Sehr gut. Dann haben wir die beiden schon mal im Sack. Das ist schon mal saugut. Und die vier jetzt noch. So. Der Sammler, der kann sich schon auch nicht mehr entscheiden. Manneken, geh mal dahin und erkunde mal die Karte für mich. Du auch bitte. So. Was zu, warum das denn jetzt? Warum sind die durchgekommen, sagt mal? Ja, dann. Och, scheiße. Scheiße. Ich kann keine Obelisken mehr bauen. Ja, scheiße. Das ist natürlich... Das ist jetzt kacke. Also jetzt, da müssen wir jetzt tatsächlich angreifen gehen mit. Okay, dann scheiße ich jetzt einfach auf die Vollständigkeit. Da müssen wir jetzt angreifen. Weil diese Raketentürme... Naja, Obelisken sind halt viel mal geiler, ne? Gut. Liebe Leute, dann... Dann hat sich jetzt unser Plan hier geändert und gehen wir mal erkunden. So. Ah ne, da ist ja gar kein Geld drin. Ach du Scheiße. Wo kommt der denn her? So, dann gehen wir ein bisschen erkunden, bitte. So, einfach reinfahren hier. Einfach reinfahren. So, perfekt. Da haben wir uns, da sind wir schon mal ein bisschen durchgekommen. So. Da steht noch Mammut. Danke. So. Aber dann, Leute, los geht's hier. Das ist hier unser... Ah, nein. Nein, was macht er denn jetzt? Oh Gott, ich muss, glaube ich, noch so ein Türmchen hier bauen. Nein, 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 nein. Was lässt du schon bleiben? So, ich habe hier meine Mammutpanzerarmee, ey. Leute, ihr könnt mir gar nichts. So, und rein und drauf da. So, sehr gut. Puh, Leute, da muss ich mich hier tatsächlich hier ein bisschen mit diesen Dingern einmauern. Ja, wobei, die können die Luftangriffe abfangen. Das ist gar nicht mal so schlecht an denen. Ja, klar. Die helfen sich gar nicht gegeneinander. So, jetzt kommt die... Jetzt kommt die Schlacht hier. So. Och, nee. Kommt da wieder so an. So, jetzt kommt die Schlacht, Leute. Jetzt kommt die Schlacht. Und ich hoffe, dass wir die schaffen, weil sonst haben wir echt ein Problem, würde ich sagen. So, aber wir haben... Schau euch das an. Mammutpanzer spammen ist einfach die beste Taktik hier. So, die beste Taktik hier. So, so, und drauf da. Los, alle drauf, los. So, bam. Wir haben eine Mammutpanzer-Armee, Kollege. So, du hast keine Chance dagegen. Wirklich nicht. Keine Chance hat da. So. Sehr schön. Und dann kannst du losgehen. Alles klar. Zack. So, wunderbar. Und dann können wir die Atombombe hier oben reinschmeißen. Weil ich weiß ja, dass da eine Basis ist. So. So. Und bam. Sehr gut. So, seine Basis ist weg. So. Du machst jetzt erstmal bitte diesen scheiß Raketensoldaten platt, ey. So. Gut. Ja, Leute, dann. Hat er mir ein Gebäude weggenommen? Nö, okay. Das sah nur einfach so voll aus hier wegen den ganzen Mammutpanzern, ey. So, bam hier. So, los. Und kaputt. Sehr schön. Dann muss ich hier nochmal so ein Ding hinbauen. So, okay, dann. Dann bam. Ja, wie gesagt, also jetzt können wir ja einfach reinrollen hier, ne? Macht die Medic einfach kalt. Und dann haben wir tatsächlich in dieser... Ach, der hat noch einen Bauhof hier unten. Dann haben wir tatsächlich in dieser Folge die GDI, die Nord-Kampagne endgültig geschafft. Und schaut mal, die funktionieren schon gar nicht mehr hier. Ist das nicht geil? Ach, das ist doch ein so gutes Gefühl, ey. Nach diesem ganzen Micromanagement.
Nach diesem ganzen Abfuck hier. So, was hat er hier gemacht? Hat er wieder einen Urfall geholt, ja. So, dann haben wir es ja gleich. Tatsächlich, ne? Dann brauche ich jetzt noch 5 Jeeps für das Ding da unten. Oder 10? Oh, 10 Jeeps. So, Leute. Oh, wir haben es endlich. Oh mein Gott, ich bin so froh, wirklich. Das war so eine Drecksmission. Tessamna, was macht der denn? Das war sogar zu viel am Ende. Okay. Ja, krass. Ja, dann. So. Haben wir den jetzt endlich. Scheiß Invasoren da. So. Ich habe sogar kein Geld mehr, bitte. Was? Ja, gut. Kann ja eigentlich den hier verdicken. So. Weil mit denen jetzt noch da unten zu fahren, das dauert zu lange. Das dauert wirklich zu lange. So, Leute. Dann spamme ich jetzt einfach noch ein paar Jeeps. Und dann war das endlich, ey. Meine Güte, das war... Das war ein Akt, Leute. Das war echt ein Akt, aber... Was lange währt, wird endlich gut. So. Dann würde ich auch sagen, liebe Leute, da die letzte Folge ja... Toll. Da die letzte Folge ja ein bisschen länger war, mache ich die jetzt hier ein bisschen kürzer. So. Dann macht ihr jetzt noch die Reste platt. Und dann... Wer ist das auch? Ich hoffe, die reichen. Ja, guckt euch das an. Das passt. Macht diese scheiß Dinge im Arsch, ey. So. Und das passt. Was zur... Ohne den Sammlerplatz zu machen? Okay. Interessant. Okay, liebe Leute. Dann haben wir endlich die letzte GDI-Mission. Diese Cutscene wird jetzt genossen, meine Freunde. Die wird jetzt sowas von genossen. Genießt es, Leute. Boah. So verdient, ey. Nach der ganzen Strapaze. Ja. Willkommen in der orbitalen Verteidigungsmatrix der globalen Defensivinitiative. Die Welt. Wo soll ich zuschlagen? Wo fühlt die Welt am schmerzhaftesten die Klinge des GDI-Verrates? Du hast so viel dazu beigetragen, der Bruderschaft diesen Sieg zu erkämpfen. Diese Wahl, mein Freund, überlasse ich dir. So, liebe Leute.
Da ich Berlin verschonen will, ich glaube, wir hatten ja beim ersten Mal Washington und beim zweiten Mal Paris, da ich Deutschland verschonen möchte, nehmen wir jetzt hier England. So, los geht's. Gebäude in Westminster mit Big Ben, der berühmtesten Uhr der Welt. Die Zahl der Toten bei diesem beispiellosen Desaster überstieg heute die 1100er-Grenze, als Rettungstrupps und UN-Mannschaften bei ihrer Suche nach Überlebenden 12 weitere Leichen aus den Trümmern zogen, die einst den Regierungssitz Großbritanniens bildeten. Premierminister Francis Wetherill, der sich zur Zeit der Katastrophe in Chequers befand, beteuerte erneut seine Unterstützung für die Vereinten Nationen trotz wachsenden Widerstandes gegen die Politik der globalen Defensivinitiative. Er bezeichnete den Zwischenfall als, Zitat, unvorstellbar schrecklichen Unfall. Der Kommandeur der GDI-Streitkräfte, General Mark Shepard, sagte heute früh in Begleitung von US-Generalbundesanwältin Nancy Griffiths vor einem Anhörungsausschuss des Senats aus. Shepard, einst der Sunnyboy auf dem Parkett der internationalen Diplomatie, schrumpfte unter den Fragen der aufgebrachten Senatoren sichtbar zusammen, die immer wieder Erklärungen für die Vernichtung des historischen Bauwerks forderten. Zerstört wurde aber auch der Glaube an so etwas wie Sicherheit im Zeitalter der modernen Hightech-Kriegsführung. Oh, Gott sei Dank, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich die Nord... Nein, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben tatsächlich die Nordkampagne durch. Komplett. Komplett alle drei Südafrika-Missionen. Boah, das war aber auch, ey. Das war aber auch ein Akt. Leute, ey. Ich bin jetzt auch am Schwitzen. Ich mache aber gleich direkt weiter mit den restlichen GDI-Missionen. Ach, schaut mal, da geht es tatsächlich direkt bei Mission 4 los. Okay, interessant. Ja, liebe Leute, wir haben die Nord-Kampagne durch. Die Nord werden wir in diesem Let's Play quasi nicht mehr spielen. Und ja, liebe Leute, wie wir jetzt hier weitermachen mit den GDI, mache ich gleich im Anschluss. Sehen wir beim nächsten Mal. Dann hoffe ich, dass euch einfach diese Folge hier nach wie vor gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.